Wir sind auf dem Börsentag in Frankfurt und ich habe es euch versprochen, Heiko Thieme ist hier und ich habe ihn mir als allererstes geschnappt. Bevor noch irgendjemand anders etwas von ihm erfährt, habe ich ihn bei mir. Heiko, was sagst du zu all den Rekorden? Ja, das war erwartet. Es überrascht viele. Du kennst meinen Optimismus. Ich nenne ihn rationellen Optimismus. Und ich darf gleich vorwegnehmen, das war noch nicht alles. Es kommt noch was nach. Aber wir kriegen auch mal Ausatemphase, Korrektur. Vielleicht, muss aber nicht sein. Das heißt im Klartext, um mal auf den DAX sprechen zu kommen, wir sind jetzt fast bei 18.000. Wir werden die 17.000 Marke noch mal testen. 16.000 werden wir nicht unterschreiten. 15.000 kannst du vergessen. 19.000 bleibt meine Prognose. Aber ich lasse, wie mein Freund Hans Bernecker immer sagt, auch 20.000 wäre möglich. Danach ist es dann ein bisschen frei, der Himmel, und wir werden wieder zur Realität zurückkommen. Aber dieses Jahr wird geopolitisch Schlagzeilen machen. Aber die Fakten an der Börse, die wir handeln, sind Gewinnerwartung, das Potenzial. Und da ist Deutschland besser dran, als es die Schlagzeilen wiedergeben. Oh, dann gehen wir gleich nochmal drauf ein. Lass uns mal ganz kurz über den Börsentag hier in Frankfurt reden. Es ist ja immer wieder das Gleiche. Wenn die Börsen laufen, dann kommen die Leute und wollen einfach auch dabei sein. Also jetzt sind hier wirklich so viele Menschen, wie ich seit Jahren nicht gesehen habe. Die sind alle wieder relativ spät dran, oder? Jein. Wenn sie jetzt erst anfangen, ist es natürlich ein bisschen spät. Wenn Sie nicht einbauen, dass mal die Börse 5 oder 10% zurückgeht. Eine Nvidia kann zwar noch immer noch ein paar tausend Punkte machen, aber sie wird auch eines Tages wieder unter 800 liegen oder unter 700 liegen. Das ist so wie die Cisco in den 90er Jahren. Aber wir sind in einer neuen Phase. Künstliche Intelligenz ist da, ist Realität, wird optimiert in den nächsten 20, 30 Jahren, wird uns ganz entscheidend bestimmen. Das ist ganz wichtig. Es passieren viele Unfälle auch dabei, viel Kriminalität, das hat es immer schon gegeben. Aber die Welt geht nach vorne. Wir haben leider zwei Probleme geopolitischer Natur, oder drei, wenn man so will. Eins in der Ukraine, nicht wahr? Dann haben wir eins im Nahen Osten. Da muss man die Dinge etwas klarer ansprechen, was wir bisher gemacht haben. Das ist quasi Völkermord, wenn man so will. Und dagegen muss man sich einsprechen. Das Gleiche in der Ukraine. Und in den USA heißt es Trump. Ich weiß nicht, wie ein Krimineller das Präsidentschaftsamt bekleiden kann. Ich behaupte mal, Trump wird auf keinen Fall gewählt werden. Die Wahrscheinlichkeit dieser Prognose jedoch im Gegensatz zu meiner Aktienprognose, die 75% Wahrscheinlichkeit haben, bei meinen politischen liegen sie bei 25%. Also da trifft nicht alles zu, was ich sage. Nur es wäre wünschenswert, dass er nicht rankommt. Nur die Alternative, Joe Biden, der nur 1,5 Jahre älter ist als ich, na, 1 Jahr und 14 Monate älter ist als ich, er wirkt ein bisschen älter, nicht wahr, wo man sagen kann. Viel älter, und, aber wirklich. Aber er wird auch so kaputt geredet, er hat ja eine ganze Menge erreicht. Er hat sich im Nahostkonflikt ein bisschen vertan. Ich war, da muss er wieder Klartext sprechen, da verliert er vielleicht Michigan, weil die ganzen Palästinenser drüben sagen, nee, den können wir nicht wählen. Ich kann es verstehen, weil seine Bemerkung, die er gemacht hat. Aber es ist im Fluss. Wir kriegen eine Leitzinssenkung im zweiten Quartal. Ich bleibe dabei, und zwar im Juni. Es gibt 3, nicht 4 oder 6, wie viele behauptet haben. Da steht eine 2 vorm Komma, vielleicht eine 3 in den USA beim Wachstum. Bei uns steht eine 0 vorm Komma, aber mit der Tendenz, dass wir uns allmählich verbessern. Frau Lagarde wird nach den USA wenige Tage oder wenige Stunden danach die Leitzins auch um 1/4% senken, also habt ein bisschen Geduld. Die Welt ist eigentlich, wenn man so will, in Ordnung. Man muss nur aussuchen. Die Leute, die Tageshandel machen, müssen wissen, 80% der Tageshändler verlieren Geld und verdienen kein Geld. Okay. Aber wenn man deine Sendung anhört, und du hast ja auch vernünftige Personen da, meiner Person mal ausgenommen, die ganz vernünftige Empfehlungen haben, ja, hört doch mal zu. Und dann, der Friedhelm Busch, wie häufig kommt er? Ich begrüße ihn mal von mir, ich würde ihn gern wieder bei dir sehen. Ich werde ihn auf jeden Fall einladen und werde ihn bitten, auch mal wieder zu kommen. Der hat sich ein wenig zurückgezogen und ist jetzt sozusagen das Orakel von Malaga, hätte ich beinahe gesagt. Aber du hast vorhin auch schon erwähnt, dass du ganz positiv für Deutschland bist. Das bringt uns noch mal ein wenig näher, denn ich glaube, ganz viele sagen, ja, um uns herum läuft alles ganz gut, nur hier in Deutschland nicht. Das ist richtig, weil wir eine Koalition haben, die zum letzten Mal eine Ampelkoalition ist. Die wird aber durchhalten bis zum nächsten Jahr und dann gibt es Neueres. Also einmal und nie wieder so eine Koalition. Die Zusammensetzung ist schlecht. Unser Bundeskanzler kann sich nicht erinnern an Cum-Ex, nicht wahr? Da kann man natürlich sagen, ist das eine Gedächtnisschwäche, die er hat? Oder ist es nicht die Wahrheit? Dann beides würde ihn disqualifizieren, aber dennoch doch haben wir ihn nun mal, nicht wahr? Da haben wir die Opposition, die sich auch erstmal profilieren muss, nicht wahr? Ob das nun die Alternative ist. Also in Deutschland ist die Politik alles andere als, sagen wir mal, fantasiereich, was einen beflügeln könnte. Wenn es bei uns 7 Jahre dauert, um eine Windkraftanlage aufzubauen, sage ich, 7 ist richtig, aber es müssen Tage sein und nicht Jahre. Das ist der Unterschied. Wenn ich ein Unternehmen aufbaue, sage ich, Kinder, guckt euch mal an in Deutschland, wie es oben im Estland ist, da, oder Litauen, da gehen wir mal Estland an, da brauchst du, um ein Unternehmen aufzubauen, einen Tag. Am nächsten Tag kannst du schon arbeiten. Das muss man nachmachen. Wenn wir uns anschauen, wenn du geboren bist, da bist du registriert und damit ist dein ganzes Leben registriert und kriegst du deine Gelder ab. Alle wissen, was los ist. Das müssen wir auch schaffen. Wenn bei uns ein Flüchtling kommt, muss er nicht 6 Monate
warten, um festzustellen, ob er die Sprache spricht oder nicht. Der kriegt am nächsten Tag Sprachkurses, damit er wirklich hier arbeiten kann. Die wollen ja arbeiten. Wir stellen jedem eine enorme Hürde entgegen und da sind wir zu bürokratisch. Wir fingen mit 5000 Helmen an, Stichwort Ukraine. Das war unser erster Beitrag. Das ist der Witz des Jahrtausends und wird es auch bleiben. Und wenn wir, ich sage mal, zu wenig, zu spät. Wir liefern zu wenig, wir liefern sonst spät, was die Ukraine anbetrifft. Wir müssen endlich mal zur Sache kommen. Da geht es um das Überleben von Europa und das heißt das Überleben von Deutschland. Oder wollen wir, dass die Russen bis zum Atlantik vorgehen und wir sagen, ach so, haben wir gar nicht erwartet. Also da muss man Realitätspolitik betreiben. Und ich bin da sehr offen. Ich lasse jedem sein Recht zustehen. Bei mir ist es TRT, Toleranz, Respekt und Transparenz. Damit lebe ich. Ne? Heiko, wir hören dir natürlich gerne zu, aber wir haben natürlich auch immer gerne von dir noch den ein oder anderen, die ein oder andere Idee für unser Geld. Die Idee heißt VW. Moment, wie? VW, Volkswagen Vorzüge, bei 118, gestern gerade ein bisschen gefallen. Die werden nicht die 85-Euro-Marke erreichen, die man haben müsste, wenn man drei Tranchenbetrieb lassen würde. Jetzt kaufen 1%, 1% bei 100, das nächste Prozent bei 85. VW gibt es noch in 20 Jahren. Da bin ich zwar nicht mehr dabei, ich glaube nicht, dass ich 100 wäre, also kurzum da. Nein, muss ja realistisch sein. Aber die VW gibt eine Rendite von 9 Euro. Die kann man immer einkassieren. Also wer das mal 2-3 Jahre wartet, hat schon 27 Euro in der Tasche. Die andere Seite ist die VW wird die 150-Euro-Marke erreichen und deutlich darüber hinausgehen noch im restlichen Jahrzehnt. Das ist meine Prognose. Warum? Benziner gibt es auch noch in zwei Jahren 2050. Das wissen die meisten noch nicht. Ich habe ja ein elektrisches Auto gefahren in Berlin nach Dresden zum Dresdner Börsentag, wo wir zusammen waren. Also kurzum, E-Autos kannst du vergessen. Es ist der Hybrid, der die Lösung bringt. Wasserstoff, woran die Toyota arbeiten wird, kommen. All die Tankstellen, die wir haben, oder Ladestellen, wie es ja heißt, kannst du vergessen. Das sind Milliarden, die rausgeschmissenes Geld da sind. Aus meiner Sicht. Ich will doch nicht irgendwo hinfahren, wo ich sagen muss, ich muss jede Stunde eine Tasse Kaffee trinken, damit ich mein Auto aufladen kann. Ja, um Gottes Willen. In 10 Jahren gibt es eine Batterie, die fährt 3.000 bis 5.000 Kilometer, bevor ich aufladen muss. Das ist ja schon mein Wort. Dann kannst du 90% aller Ladestellen vergessen und fragen, was haben wir da eigentlich investiert? Investieren in der Zukunft heißt, neue Technologie aufgreifen, aber nicht gleich alles reinstecken wie bei den Eisenbahnen im 19. Jahrhundert. Da gingen die meisten pleite, die einen überlebt haben, die gibt es heute noch, nicht wahr? Dann hatten wir Autos, fast 500 Autofirmen in den USA vor 100 Jahren, davon sind noch 3 übrig geblieben. Also der Schrumpfungsprozess der Erneuerung muss mit hineingenommen werden. Jetzt ist Nvidia dran. Die Nvidia löst die Probleme der Welt nicht, ist eine der Lösungen. Muss man sie jetzt kaufen? Ich habe sie vor einem Jahr mal ganz nebenbei, das kann man mir noch nachhören, empfohlen. Da war sie um die 200 rum. Ich hatte nicht die Details gewusst, es waren nur eben gute Chips und so weiter. Das war Bauchgefühl, wenn man so will. Hast du sie denn dann auch gekauft? Ja, ich habe sie bei uns auch empfohlen im Club. Ich habe auch das Hebelprodukt genommen, brachte nur das 13-fache ein, aber ich gebe damit ja nicht an. Ich habe auch Hebelprodukte. Ich war hier, ein Clubmitglied von mir nebenan, der sagte jetzt eins, ich habe mal deine Anlagen nachvollzogen. Der hat im letzten Jahr nachweise, ich habe sie nicht immer 40% plus gemacht. Heißt das nur, dass Heiko Blend 40%? Nein, ich gebe ja so viele Ideen preis. Ich gebe auch meine Schieflagen zu, das trauen sich die meisten nicht. Wenn es was nicht funktioniert, dann habe ich gelöst. Aber Zoom zum Beispiel ist noch nicht gelaufen. Aber Zoom wird kommen, weil die gute Ergebnisse erzielen. Du musst auch mal gewisse Geduld haben, wo du sagen kannst, da bleibe ich halt drin. Ich hatte die Siemens Energy immer drauf. Also bei 6 war ich, Leute, das ist ein Weihnachtsgeschenk. Jetzt hat sich verdoppelt. Hat sich also gelohnt, nachzukaufen. Kurzum, seid ein bisschen beweglich. Man kann dich doch jederzeit anhören. Man kann beim, ich mache ja mittlerweile den Shorts für eine Minute. Heiko Thieme, der Monologe hält. Nicht wahr? Du stellst eine Frage, gehst zum Mittagessen, kommst zurück, Heiko, beantwortet. Wie machst du nur eine Minute? Ich frage mich, wie du das schaffst. Ist für mich eine Disziplin sondergleichen. Kein Mensch glaubt es. Aber immerhin sprechen jetzt die Followerzahlen mit 150.000 dafür. Das gefällt den Leuten. Der Mann sieht aus wie ein Weihnachtsmann, aber der ist ja ehrlich. Der Weihnachtsmann ist generell ehrlich. Er verteilt gewisse Geschenke, hat eine gewisse Seriosität. Und das will ich den Leuten versuchen klarzumachen. Mit 1.000 Euro in 3 Monaten, wie es viele Anbieter machen, 8-fachen Millionen zu verdienen. Ich habe gesagt, wer das schafft in 3 Monaten, dem zahle ich 10 Millionen aus meiner Portokasse, um das nochmal wiederholen, wenn er mir beweisen kann, dass er es geschafft hat. Aber die Wette heißt, wenn er es nicht schafft, kriege ich 100.000, also 1% von dem, was ich anbiete. Kurzum, seid doch lieb ehrlich, dass jeder was verkaufen will, ist klar. Aber du machst das ja auch, du versuchst den Leuten ja klarzumachen, was sie mit ihrem Geld machen können. Inspiriere die Leute, mach weiter so. Ich freue mich aufs nächste Interview. Du, und dafür habe ich dich ja. Danke, dass du da warst. Und ihr Lieben, ich lasse jetzt den Heiko gehen. Der hat nämlich hier noch eine ganze Gruppe von Menschen, ungefähr 5000 Leute, die auf ihn warten und ihm zuhören wollen. Danke dir, dass du Zeit hattest. Einen schönen Tag dir noch. Ebenfalls. Tschüss. Danke, ciao. Danke euch. So.